Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Haunting Ground. Ja, wir haben jetzt gerade so ein kleines technisches Drama hinter uns. Ja, wir haben gerade 20 Minuten umsonst aufgenommen. Richtig. Das bedeutet, dass wir jetzt schon ein bisschen wissen, was kommt. Aber das hilft uns auch nicht weiter, weil wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wobei das gar nicht so schlimm war, dass die Aufnahme nichts geworden ist, weil es gerade übelst geleckt hat. Ja, das stimmt, aber es tut es jetzt auch. Also das macht keinen Unterschied. Ja, gut. Ich krieg das einfach nicht raus. Also stellt euch einfach vor, das würde jetzt viel schneller ablaufen. Ja. Ich kann leider nichts anderes sagen oder dagegen tun. Ich habe alle Programme geschlossen und ich kann es leider nicht ändern. Ja, ihr seht schon, dass ich jetzt ziemlich zielstrebig auf voranschreite. Wir haben nämlich nachgeschaut und herausgefunden, dass wir einfach immer nur den rechten Weg wählen müssen. Ja, was ich bloß immer noch nicht so ganz verstehe. War da nicht irgendwas sogar, der rechte Weg ist unabhängig von Rot und Blau oder sowas? Ach so. Ach so, das kann das sein? Ja, irgendwie sowas in der Richtung, ja. Du musst auf dem rechten Weg bleiben oder so, oder? Ja, irgendwie sowas. Also. Asna! Hatzi, Schatzi. Asna, das Nabelhaar. Du wirst krank. Oh nein, ich werde nicht krank. Und ihr habt gerade wieder blöden System-Sound von meinem nicht funktionierenden USB-Anschluss. Ja, das finde ich immer so geil. Ich finde das furchtbar nervig, dass es gleich auf Platz 2 nach meinem Spiel leckt. Ja, aber ich finde das Geräusch so schön. Weil ich habe nicht so ein schönes Geräusch. Wenn du das zigmal am Tag hast, dann findest du es auch nicht mehr schön. Na gut. So. Ich renne weiter in Zeitlupe. Weil total verzerrte Musik, die natürlich jetzt auch irgendwie leckt. Und ich kann es leider einfach nicht ändern. Es wird auch irgendwie nicht besser. Vorhin liefen wenigstens diese Bereiche noch halbwegs flüssig, aber vielleicht ändert sich das ja noch wieder. Ich wüsste nicht, warum. Ich meine, okay, mein Laptop ist halt auch wirklich nicht leistungsstark und ich denke, dass halt jetzt das Skypen dem Ganzen ein bisschen so den Rest gibt. Wobei ich ja schon den Anruf leite. Von daher, ja, aber deswegen eigentlich hat das gar keine große Belastung für dich. Ja, von der Internetverbindung her nicht, aber Skype selber, das Programm, frisst halt Leistung. Mhm. So. Hier haben wir wieder ein Loch in der Wand. Wir waren hier aber noch nicht. Du bist doch noch nicht gleich da reingegangen. Vielleicht ist da ja was Tolles drin. Ja, da ist halt wieder so ein Medaillon, so eine Medaillonmaschine. Ja, das weißt du. Vielleicht ist ja aber was anderes drin. Soll ich mal reingucken? Jo, kann ja nicht schaden. Ne? Nachher ist da dieser eine Gegenstand, der uns fehlt. Wir wissen ja schon, dass wir demnächst noch... Aber normalerweise bei sowas nicht, weil das Loch ist, glaube ich, echt optional. Weil, das kann ich ja schon mal an dieser Stelle sagen, wir sind vorhin auch ein bisschen festgehangen und kamen nicht weiter. Ja, also hier kann ich wieder Medaillons verbrutzeln. Ja. Ich meine, kann ich ja mal eben machen. Für was anderes brauchen wir sie ja eh nicht, also... Eben. Bisschen Lotto. Läuft. Weiß. Scheiße. Es ist leer. Ja. Oh, eine blaue. Das muss schon irgendwie zusammenhängen, ne? Ja, irgendwie schon. Aber trotzdem ist es, ja, schwerer als es aussieht. Okay. Karre. Eins noch. Ich muss jetzt erstmal meine Maus hier abstöpseln, weil das macht mich total wahnsinnig. Ich habe jetzt gerade mindestens 5 System-Sounds hintereinander gehabt. Nee, eigentlich ist es echt nicht witzig. Also. Mann. Ja, Entschuldigung, ich weiß, ich sollte das mit Humor nehmen, aber das nervt einfach tierisch. Ja, ich weiß. Ich hatte hier auch gerade gestern und vorgestern noch eine Menge technische Probleme bei Legend of Grimrock hinter mir, die ich jetzt zum Glück beheben konnte.
von daher weiß ich, in was für einer Situation du dich befindest. Ja. Also wenn das Spiel laggt und ich auch noch nervige Systemsounds habe, kann ich einfach an irgendeinem Punkt nicht mehr drüber lachen, weil mich ärgert es halt total, dass dann jetzt diese Aufnahmen hier so grottig sind. Ich weiß, das mindert auch total die Spielfreude. Ich hatte das ja auch bei Legend of Grimrock. Ich habe so einen Spaß an dem Spiel. Und dann kam halt diese Scheiße dazu, wo ich dann wirklich teilweise 2 Stunden wegen einem so einem blöden Part dann auch hinterher schneiden musste. Und ja, aber Zeit du hast das halt wenigstens beheben können. Also, ja, zum wenn, Glück, du, jetzt, wenn du jetzt hier siehst, wie das hier gerade läuft, das macht halt eigentlich echt überhaupt keinen Spaß. Das ist ein einziges Durchquälen. Hattest du hier eigentlich geguckt, ob auf der linken Seite eine Tür ist? Ich glaube ja. Also, ich glaube, ich habe geguckt, da war auch keine. Also, jetzt nur kurz, wir spielen das jetzt hier gerade so selbstverständlich und für euch ist das alles neu. Es sieht so aus wie der Bereich, in dem wir schon waren, aber es ist nicht derselbe. Genau, richtig. Das ist ein anderer. Das ist wie so ein spiegelverkehrter Raum auf der anderen Seite. Richtig. Weil ich bin mir nicht sicher, ob du vorne links geguckt hast. Vielleicht ist da tatsächlich eine Tür. Ich guck nochmal, aber ich glaube nicht, dass da eine ist. Nee, da ist nichts. Ja, gut, dann können wir die Leiter hier. Die Treppe wieder runter. Kann man nach vorne gehen? Da kamen wir doch her. Oder? Nee, kamen wir nicht. Nee, wir kamen auf der rechten Treppe hoch. Aber ich glaube nicht, dass wir... Weil ich glaube, dass wir jetzt wirklich da lang müssen. Ja, gut. Also... Halt, Moment. Jetzt kommen wir auch schon bald wieder in den Bereich, wo wir vorhin waren. Oh, ist das furchtbar, dieses Lenken. Ich höre eine Uhr. Ja, im nächsten Raum ist eine Uhr. Ist die im nächsten Raum? Bist du dir sicher? Ja, halb. Super. So 2 Räume weiter, sag ich mal. Da rein. Ja, aber hier muss auch irgendwo eine sein, weil ich höre die Uhr eigentlich. Ja, macht ja nichts. Wenn du jetzt weiterläufst, dann kommen gleich erst noch 2 Gegner. Entschuldigung, das ist jetzt Spoiler. Ja, stimmt. Die habe ich schon wieder voll vergessen. Ja. Die mich erstmal angreifen müssen. Damit Yui sie angreift. Damit Yui sie angreift. Aber vielleicht kannst du es auch umgehen, wenn du jetzt links in die Tür reingehst. Ja. Nee, nicht links in die Tür. Links ist... Nein, das sind keine Durchgänge. Ach, da war das. Irgendwo war hier doch rechts ein Durchgang. Oder war das hier? Beide sind tot. Aber wenn jetzt hier ein Durchgang ist, warum konnte ich dann da vorne nicht rein? So, da war nämlich die Uhr. Das meine ich doch. Ja, aber der Durchgang hat jetzt genauso ausgesehen wie der andere vorhin. Und da konnte ich nicht rein. Moment, da will ich gleich noch mal kurz gucken. Also du hattest vorhin eigentlich diese ganzen Bögen ausprobiert. Eigentlich schon, aber schau mal, wie der hier aussieht und wie der hier aussieht. Aber da komme ich tatsächlich nicht durch, nee. Und durch den da hinten auch nicht. Und da auch nicht, ne? Wo du gerade vorbeigerannt bist. Mhm. Okay. Da meinst du? Nee, einen davor. Das sind ja 2 Bögen. Hier links gleich. Da. Nee, das ist ein Fenster. Ach so, okay. Und da? Ja, vielleicht ist hier doch noch irgendwo eine Tür versteckt, die wir nicht gesehen haben, weil es fehlt uns irgendwas definitiv, denke ich. Ja, wahrscheinlich einfach nur eine Eingebung. Wir brauchen jetzt aber noch nicht weitergehen, weil ich kann es ja mal eben sagen. Wenn wir jetzt einen Raum weitergehen, am Ende dieses Flures kommt eine Tür, dann triggern wir wieder diesen komischen Typen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der wirklich getriggert worden ist oder ob der zufällig gerade in dem Moment aufgetaucht ist. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil du hast jetzt hier gerade Musik, oder nicht? Also da darf ich jetzt nicht durch, meinst du? Denke ich, dann kommt der Typ. Vielleicht, ja. Also den Raum können wir uns ja nochmal eben angucken, den habt ihr jetzt ja noch gar nicht gesehen. Sonst seid ihr gar nicht im Bilde, was da überhaupt los ist in dem Raum. Also wir brauchen in diesem Raum irgendetwas. Und, jetzt hast du dem Mund die Tür vom Kopf gehauen. Naja, vorhin habe ich ihn in der fehlgeschlagenen Aufnahme habe ich ihn getreten, also. Das sah geil aus. Eben. So, hier gibt es so einen kleinen Altar oder sowas da. Genau. Genau. Und da sagt sie, ob hier wohl etwas eingefügt war. Hier ist ein kleines Stück eines abgebrochenen Astes. So. Und da kann Yui die Witterung aufnehmen. Also irgendwie konnte er das jedenfalls vorhin. Macht er das gerade wieder? Ja, er macht das alles gerade automatisch. Also ich mache hier nichts. Genau, wir stehen nur da und gucken blöd. Und er schnuppert und genau, jetzt hat er eine Witterung aufgenommen. Ja,
Er hat wohl einen Geruch erfasst. Was aber wir jetzt noch nicht gemacht haben, wir können mal in ihre Gedanken gucken. Vielleicht sagt sie da noch was Näheres. Normalerweise höre ich das, wenn sie denkt. Ach so. Das hört sich auch geil an. Oh, tatsächlich. Aha. Okay. Hm? Ja, aber... Ja, bloß wo lassen wir ihn jetzt schnuppern? Ich bin jetzt einfach stehen geblieben. Ich habe mich nicht bewegt und schicke ihn jetzt los zum Suchen. Ja. Aber das hatte ich ja schon mal und jetzt läuft er wieder nur im Kreis und findet nichts. Ja, und dann haben wir in diesem Raum noch eine zweite Sache. Wir haben hier zwei Plattformen, die man beschweren kann. Richtig. So, wir hatten das auch schon hingekriegt, dass Yui sich auf eins draufgesetzt hat und wir uns gegenüber auf das andere draufgesetzt haben. Da passierte gar nichts. Deswegen vermute ich einfach mal, dass wir bei diesem Altar irgendwas da einstecken müssen, damit das funktioniert. Also er findet nichts, wenn ich ihn jetzt hier suchen lasse. Das denke ich jetzt jedenfalls. Das ist so meine Idee. Good boy. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, dass ich Yui woanders nochmal zum Suchen losschicken muss, jetzt wo er den Geruch hat, weißt du? Mhm. Aber liegt da noch was? Also sie macht hier nichts. Du kannst auch nicht diese Klötze schieben da, ne? Da jetzt da links neben der Platte. Ich will das nochmal versuchen, ob er, wenn er sich nochmal draufsetzt. Aber... Good boy. Ja. Er hockt jetzt nicht drauf. Nein, er hockt nicht drauf. Ich wollte das auch gar nicht. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er vorhin drauf gesessen hat, oder? Ja, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, deshalb... So, Moment. Ich versuch's jetzt nochmal. Ich muss ihn halt dazu bringen, dass er wirklich drauf sitzt. Ja. Jetzt. Jetzt ist er drauf. Genau. Ich achte genau drauf. Die Platte ist unten. Die Platte ist definitiv unten. So. Ja, und jetzt? Ja, es passiert nichts. Richtig. Deswegen denke ich, wir müssen irgendwas in diesem Altar da einsetzen. Warte, ich möchte jetzt ganz kurz mal, weil mich regt das einfach tierisch auf. Ja. Ich mache jetzt mal den Ton aus. Okay. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass das was bringt. Achso, das geht gar nicht, okay. Aber... Ja, toll, so ist es nur leiser. Nee, vor allem, das geht ja gar nicht. Ich brauche die Hintergrundmusik, ja, scheiße. Sonst habe ich ja keinen Anhaltspunkt, wann dieser Typ auftaucht. Eben. Weil halt die Musik auch laggt. Und jetzt habe ich halt gedacht, vielleicht, ja. Ich habe noch eine Idee. Was denn? Stell dich mal am Ende dieses Steges, wo du gerade drauf bist, an den Kreis. Und dann lass Yui mal suchen. Vielleicht springt er da runter oder so. Da, ja. Und dann da mal rein suchen. Jetzt Befehl suchen. Go, Huey. Nee. Das sah eben fast so aus, als würde er was ich machen. Ich dachte es auch kurz, aber... Und in das Loch reinschnüffeln da hinten an der Wand? Geht das vielleicht? Dass du ihnen da ein Loch sagen kannst? Normalerweise geht es nur, wenn sie auch irgendwas entdeckt, was sie sich anschaut. Mhm. Aber sie kann sich dieses Loch nicht angucken. Weil das sieht so aus, als würde da irgendwie so Korn oder so auf der Erde liegen. Ja, da war ich vorhin auch schon, aber da passiert absolut nichts. Tja, da müssen wir in irgendeinem Raum Yui nochmal suchen lassen, damit er was findet. Aber hier anscheinend nicht. Also er hat ja jetzt den Geruch von dieser Holzspäne quasi in der Nase. Ja. Und vielleicht muss er wirklich woanders danach suchen. Gut, dann... Wir können ja nochmal, da kommt ja gleich irgendwo so ein Raum mit zwei Kisten. Vielleicht können wir ihn da nochmal schnuppern lassen. Und hier ist nichts, ne, weiter in dem Raum. Ich sehe das nicht so ganz, dass rechts noch was ist. Nee, ich glaube nicht. Jetzt mal eine Frage. Wir hatten doch vorhin noch etwas gefunden. Ja, so Antimon-Röhre. Ja, Röhre. Ja, die ich diesmal aufhebe. Guck doch mal nach, ob da was ist. Ich sehe das nicht. Was war? Ja, in dem Raum. Hättest du doch nach rechts können. Vielleicht, da war alles so dunkel. Vielleicht ist da irgendwo noch ein Weg oder sowas. Ich sehe hier nämlich nichts. Ich sehe keine Wände und nichts. Kann man da vielleicht irgendwo lang gehen? Go, Huey. Ich sag Huey, er soll mal gucken, aber...
Also er glitscht gerade mit dem Kopf. Also ich erkenne da nämlich nichts. Ich habe nur schwarz. Ja, ich auch. Ich auch. Also. Wieder ja. Da scheint nichts zu sein. Doch, er hat was gefunden. Er hat was gefunden. Ja, aber da hat er nur irgendwas ausgebuddelt oder so. Also ein Magistermedaillon, okay. Magistermedaillon. Jetzt weiß ich aber trotzdem noch nicht, wo. Soll ich jetzt mal da durch die Tür durch oder. Aber dann haben wir den Typen am Hals, ne? Ja, musst du ja. Ich meine, hier kommen wir jetzt ja gerade nicht weiter. Wahrscheinlich müssen wir in den Raum rein. Nee, halt, da sind wir hergekommen. Da kommen wir her. Ja. Juri, geh halt mal weg. Du sitzt im Weg. Was ist daran so komisch, Schatz? Nichts, ich finde das lustig. Ja, falsche Richtung. Ja, ich weiß. Ich wollte nur gucken, ob du es merkst. Mhm, pass auf. Oh, es ist furchtbar. Also das hemmt wirklich extrem den Spielspaß, muss ich sagen. Das ist aber eigentlich immer nur, während diese Terrormucke im Hintergrund läuft. So, jetzt kommt ja der Raum mit den beiden Holzkisten. Nach. Ja, ich lasse ihn jetzt schon mal suchen, aber... Hier können wir uns ja auch nochmal in Ruhe um. Ach, das ist... Ja, in Ruhe ist relativ. Mit der Ruhe hat sie es, glaube ich, gleich. Also das ist jetzt so eine Art Mini-Labyrinth. Naja, ein Kreis und das war... Oh, da ist wieder so ein Vieh. Da liegt was, das ist die Antimon-Röhre. Kann das sein, dass ich die doch auf diese Kisten werfen muss? Nee. Das halte ich für echt für Quatsch. Okay. Du kannst an den Kisten nicht vorbeigehen, ne? Nein. Na gut. Sie sagt auch nichts zu den Kisten. Nein. Soll ich jetzt durch die Tür gehen oder soll ich hier erst nochmal mich weiter umgucken? Du kannst doch gerne nicht weiter umgucken. Hast du noch Musik? Nein, die Musik ist komplett aus. Ja, dann ist er, glaube ich, sowieso schon in der Nähe. Ja, dann gehe ich jetzt da rein. Er sieht auch schon so angespannt aus. Kannst du die Statuen untersuchen, solange du noch Zeit hast? Jui knurrt schon. Da er jetzt noch nicht da ist, vielleicht kannst du jetzt die Tür öffnen, die du vorher nicht öffnen durftest. Die durfte ich ja... Das ist ja keine Tür, die man öffnen kann, sondern ich kann die eigentlich nur untersuchen. Glaube ich. Weil wir waren ja da am Anfang schon mal. Er bellt die Wand an. Oh, sie guckt sich die Wand an. Jui bellt. Aha. Versucht er mir etwas über diese Wand zu erzählen? Okay. Was kommt jetzt? Darf ich mal eben kurz was sagen? Was? Diesen Raum hatten wir vorhin gar nicht gefunden. Doch. Nee. Dieser Stock. Ich weiß nicht wie oder warum, aber aus irgendeinem Grund fühle ich, als ob ich ihn schon mal irgendwo gesehen habe. Ja klar, der gehört doch da in diese Aussparung. Jetzt nimm ihn halt. Oh Gott. Ein Rohrstock. Und ich habe Terrormucke. Ich möchte jetzt ganz schnell in diesen komischen Raum zurück, wo wir das einsetzen können. Ja, aber hier waren wir noch nicht, Schatz. Echt nicht. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Den Raum kenne ich über. Da sind wir nämlich drin gewesen. Aber wie komme ich denn jetzt in den Lavaraum zurück? Rechts. Also ich sag jetzt mal Lavaraum, weil das sah halt so aus. Dann gehst du doch hier wieder rein. Ja, das andere rechts, ja. Doch, hier sind wir gar nicht reingegangen. Da! Geh weg! Ja, ich kann nicht an ihm vorbei jetzt. Bin ich hier noch drin? Ich finde das immer süß, wenn du so in Panik gerätst. Wenn ich was? Du in Panik gerätst. Ich bin nicht in Panik, ich bin genervt, wenn mein Spiel laggt. Naja. Ich bin gerade in Ruhe in Person und ich will jetzt endlich hier... Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ja, ist doch richtig. Vielleicht musst du rechts durch so ein Tor. Da so. Da so. Speichern darfst du jetzt wahrscheinlich nicht. Nein, das darf ich nicht. Du kannst jetzt ja mal die Tür versuchen zu schließen, wenn du drin bist. Ich möchte jetzt eigentlich keine Zeit verlieren, ehrlich gesagt. Ja, weil sonst Tür schließen kostet furchtbar viel Zeit. Weil sie jetzt wahrscheinlich sonst sagt, dafür habe ich jetzt keine Zeit. So, wo haben wir denn den Stab da? Ein Caduceus-Rohrstock. Natürlich. In Form von zwei verwundenen Schlangen. Beim Holzgriff kann nicht mehr repariert werden. Okay.
Wie, ich habe hierfür keine Zeit? Ja, das meine ich ja. Wir müssen den Penner erst loswerden. Dazu müsste ich ihn erstmal sehen. Ich habe jetzt Yui auf ihm auf den Hals geschickt. Ja, und dann schmeiß ihm mal diese Antimonröhre entgegen, weil die hilft ganz gut dagegen. Die muss ich erstmal ausrüsten, Moment. Und da kam ordentlich die Blitze. Na, du musst. Ah nein! Ich wollte nicht, ich bin aus Versehen draufgekommen. Ach Mann. Jetzt habe ich sie natürlich verschwendet. Aber das Gute ist, dass Fiona nicht mehr in Panik gerät. Also. Du musst das jetzt so oft machen, bis er hinfällt wahrscheinlich. Wenn das geht, bitte. Ich habe natürlich auch noch so Magnesiumgedöns und Antimon. Aber ich möchte halt ungern jetzt alles verbraten, falls ich nochmal richtig gegen den kämpfen muss. Ich weiß ja auch nicht. Eins könntest du ja mal ausprobieren. Oh, 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 oh. Oh! Sah nicht so gesund aus, ne? Nee, das sah jetzt wirklich nicht gut aus. Das ist jetzt was, was man auf den Boden setzen muss. Mhm. Oh, das Lecken ist wirklich ganz furchtbar. Und der wird jetzt mir gleich Yui umbringen. Du musst doch Yui was zu essen geben. Ich aber weiß nicht, ob das jetzt geht. Ja, ich weiß, aber jetzt ist halt gerade ein blöder Moment, um zu beenden. Moment. Da gebe ich dir recht. Ich habe kein. Doch, ein Dörrind habe ich noch. Das kriegt er jetzt. Da liegt was. Was liegt denn da? Er ist verschwunden. Nee, ich dachte, er ist verschwunden. Nee, aber da liegt was. Siehst du das? Ja, das Magnesium, was du da hingelegt hast. Ach so, das ist das. Ja, also das Hinlegen bringt gar nichts. Ja, er ist halt nicht reingegangen. Ja. Er hat sich nicht bedient. Oh, das ist jetzt gerade so langsam. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er jetzt. Oh Mann. Habe ich hier noch. Edelantimon habe ich 3 Stück. Okay. Ja, hau da mal einen rauf. Ja. Der schmeißt. Genau. Sehr gut. Ah, scheiße. Ja, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Jetzt schmeißt du gleich noch eins ins Gesicht. Erst wieder noch nicht. Und nicht jetzt? Ja, erst ja. Ja. Frei ist. Jetzt. Warte mal. Scheiße. Ah, verdammt. Oh, ist das jetzt gerade. Das ist so nervig, weil es halt auch so langsam geht alles. Ich glaube, der will gar nicht umfallen. Er bringt mir irgendwann eher Yui um. Das war mein letztes Edelantimon. Da schau mal her, das macht kaum Eindruck auf ihn. Und irgendwann sind wir beide tot, also Yui und Fiona. Also so komme ich irgendwie nicht weiter. Ja, und dann ist die Frage, was wir machen sollen. Vielleicht müssten wir uns das nochmal nachgucken, weil ich habe gerade keine Idee mehr. Weil der ist auch irgendwie nicht klein zu kriegen und Yui reagiert. Wenn wir ihn irgendwie loswerden. Yui reagiert auch nicht mehr. Kannst du dich irgendwo verstecken? Nee, ne? Nein, also Yui reagiert auch nicht mehr auf Befehle jetzt und es geht jetzt gerade gar nichts mehr irgendwie. Also, ja. Pass auf, ich pausiere jetzt, weil es ist jetzt auch gerade furchtbar anstrengend mit diesem Geschepper und mit dem Laggen. Und wir beenden jetzt erstmal den Part. Ja. Und, das heißt, ich kann gerade den Part nicht beenden, weil ich jetzt meine Maus abgestöpselt habe. Super. Nein, nein, das ist doch alles scheiße hier, echt wahr. Und also du darfst jetzt mal kurz die Zuschauer noch unterhalten, während ich hier mein Kabel suche. Ja, also ich schlage jetzt vor, dass wir jetzt in der Pause, die wir jetzt machen,
gucken, was wir zu tun haben, weil gut, es ist klar, dass wir diesen Stab wahrscheinlich da jetzt einsetzen müssen, bloß dazu müssen wir den Typen erstmal loswerden. Und solange wir hier nicht irgendwo einen Ort haben, wo wir uns verstecken können oder so, wüsste ich jetzt nicht, wie wir den vom Hals kriegen. Ja, vor allem nicht mit dieser Scheißtechnik. Genau, und deswegen denke ich mal, versuchen wir das einfach mal und gucken jetzt in der Pause nach, was wir zu tun haben. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, auf Wiedersehen.